starte gerade die TWS und dann schauen wir uns an, wie kann ich denn hier Währungen handeln. Da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, und zwar einmal die Konvertierung von Währungen und einmal den Währungshandel. So, ich lösche mal hier diese, ganz einfach, EUR.USD, dann haben wir den Euro-US-Dollar, oder CHF.USD, dann, umgekehrt, USD.CHF natürlich, Pfund-US-Dollar wollte ich eingeben, GBP.US-Dollar, hier drei verschiedene Währungen. Und fangen wir an mit dem Euro-Dollar. Wir sehen hier Bid-Ask-Kurs. Jetzt können wir sagen, ich kaufe. Dann wird hier eine Order erstellt. Hier ist die Menge. Hier ist 20.000. Das heißt, das wären zwei Mini-Lots sozusagen. Hier kann ich aber auch die Menge eingeben. Ich kann sagen, ich möchte genau für 5.000 beispielsweise handeln. Dann kommt hier ein 5K dazu. Und hier haben wir auch schon den Börsenplatz, also in Anführungsstrichen Börsenplatz, das ist also hier der Interbankenhandel über Ideal Pro und die FX Conversion, heißt, das ist die Konvertierung, wenn Sie jetzt, zeige Ihnen das mal hier auf dem Konto, verschiedene Währungen haben, wir haben jetzt hier Euro und US-Dollar auf dem Konto, das heißt, wir können sagen, ich möchte die Euro konvertieren, Entschuldigung, die US-Dollar konvertieren in Euro, dann können wir das über die FX Conversion machen. Wenn wir sagen, wir möchten einen Währungstrade machen, dann machen wir das hier über Ideal Pro als Long-Position oder Short-Position, die uns dann auch separat angezeigt wird. Können wir ja mal eben machen. 5000, ich gehe es mal per Market hier Long und hier nochmal der Hinweis, dass es unter 20.000 ist, ausgeführt. Und jetzt gucken wir uns das mal hier an. Das heißt, wir sehen jetzt hier nochmal, okay, wir hatten schon dementsprechend eine Position. Das heißt, wir haben jetzt hier 25.000 Euro US-Dollar Long. Ich kann jetzt hier sagen, Rechtsklick schließen, Trade durchführen und das Ganze dann per Market übermitteln. Ja, dann ist die Position komplett geschlossen und wir haben keine offene Position mehr. Wenn ich sagen will, diese US-Dollar, die ich jetzt hier habe, möchte ich konvertieren, dann mache ich einen Rechtsklick Währungsbalance schließen. Und jetzt sehen wir schon FX Conversion. Ja, hier rechnet er dementsprechend die Laufzeit aus. Ja, also Kauf dementsprechend von 49.000 Euro. Dann damit schließe, ich zeige es Ihnen nochmal, hier die 54.000 US-Dollar, die ich hier habe. Übermittle ich. Ausgeführt. Ich gehe nochmal auf die Kontoübersicht. Jetzt habe ich so gut wie kein US-Dollar mehr und habe jetzt 51.000 Euro auf dem Konto. Das heißt, ich habe die US-Dollar konvertiert. Vielleicht nochmal zur Info. Ich habe hier zum Beispiel 100 Aktien von Facebook. Wenn ich diese schließe, dann zeige ich Ihnen jetzt auch mal, per Market übermittle ich das Ganze, dann bekomme ich natürlich auch wieder Dollar gutgeschrieben. Ja, genauso wie ich Dollar abgezogen bekomme, wenn ich eine Short-Position in einer amerikanischen Aktie handle. Das nochmal als Hintergrund, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber das ist, wenn Sie Aktien handeln in einer Fremdwährung und Sie haben die Währung nicht, dann leihen Sie sich die, beziehungsweise bekommen dann, wenn sie die Dollar natürlich verkaufen, diese gut geschrieben und haben die dann hier auf dem Dollarkonto stehen.
Darüber hinaus gibt es noch den FX-Trader. Möchte ich noch kurz zeigen. Das ist also hier so eine Matrix, wo Sie Euro, US-Dollar oder Dollar-Yen und so weiter direkt handeln können. Und zwar hier aus diesen Bid- und Ask-Feldern heraus. Gehen wir mal hier zum Pfund US-Dollar. Das heißt, Sie kaufen hier per Limit oder per Market. Ja, das können Sie also hier wirklich so einstellen, wie Sie das möchten. Übermittle ich jetzt mal und dann wird hier dementsprechend die Order auch sofort ausgeführt, sprich durch diesen FX-Trader, den Sie sich natürlich selber konfigurieren können, so wie Sie das möchten hier. Gut, ich schaue jetzt nochmal, was es für Fragen gibt. Ansonsten sind wir durch für heute mit dem Thema Grundlagen Forex. Gut, dann darf ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, gute Trades. Und wie gesagt, bei Fragen schreiben Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an oder nutzen Sie den Chat. Und ich wünsche Ihnen, wie gesagt, gute Trades. Viel Spaß beim Trading und bis zum nächsten Mal.